Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus zwei Hauptzutaten, Walnüssen und Feigen, ein leckeres, rohköstliches Brot zubereiten könnt. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein alternatives, rohköstliches Brotrezept vorstellen, also ein Ersatz für Brot für die rohköstliche Ernährungsweise. Dieses Brot besteht nur aus zwei Hauptzutaten. Dieses Rezept dieses Brotes, welches aus Walnüssen und Feigen hergestellt wird, findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Ihr findet dieses E-Book unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und dieses tolle, einfache, geniale Rezept hat mir die Tora Sattler zur Verfügung gestellt. Das ist eine liebe Freundin, die auf Sizilien wohnt, die wir jetzt auch schon in den letzten Jahren dreimal besucht haben. Und sie hat dieses tolle Rezept kreiert und dieses Rezept stelle ich euch in diesem Video vor. Los geht's! Das sind die beiden Hauptzutaten für das Walnuss-Feigenbrot. Auf der linken Seite in der größeren Schüssel seht ihr ca. 480 Gramm Walnusskerne und auf der rechten Seite in der kleineren Schüssel ca. 200 Gramm Feigen. Und diese Feigen habe ich über Nacht in Wasser eingeweicht. Für dieses Rezept verwende ich Feigen und Walnüsse von Süß und Clever. Dort bestelle ich gerne verschiedene Trockenfrüchte, Nüsse, Pulver und Nussmose. Es gibt bei Süß und Clever auch eine Rabattaktion für Erstbesteller. Alle Erstbesteller erhalten 10% auf ihren Warenkorb und den Gutscheincode dafür findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und ich setze euch auch den Link zum Süß und Clever Shop unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Das ist ein sehr einfaches Rezept. Ich werde jetzt die Feigen abtropfen lassen und nochmal halbieren oder vierteln. Und dann werden die beiden Zutaten entweder in einem Hochleistungsmixer oder in einer Küchenmaschine zu einem Teig gemixt. Das sind also die Basiszutaten Walnüsse und Feigen. Dieser Teig kann dann auch noch unterschiedlich gewürzt werden, entweder mit ein bisschen Salzsole oder man gibt dann noch Koriander dazu oder Kümmel. Oder einfach verschiedene getrocknete Kräuter. Für dieses Rezept gebe ich einfach ein bisschen Salzsole mit in meinen Hochleistungsmixer. Und das Ganze wird jetzt mit Hilfe des Stößels zu einem Teig gemixt. Der Teig ist fertig und kann jetzt in eine beliebige Form gebracht werden, also in eine Form, wie man das Brot gern möchte, denn jetzt wird das Brot noch ein paar Stunden gedörrt. Ich verwende für dieses Brot gern eine Cookieform. Ich stelle also runde Brotscheiben her. Diese Cookieform ist Teil eines Sets mit verschiedenen anderen Cookieformen in verschiedenen Größen. Ich verlinke euch dieses Set unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr seht, aus den angegebenen Zutaten habe ich 11 runde Brotscheiben formen können. Die beiden Dörrebenen, die kommen jetzt ins Dörrgerät und ich lasse die Brotscheiben circa 6 bis 8 Stunden bei 45 Grad dürren. Wir haben zwei Dürrgeräte, die stehen bei uns im Flur, weil wir dafür den meisten Platz haben. Meinen RevoTry habe ich ja schon in einigen Videos kurz vorgestellt. Das ist das rechte Dürrgerät und seit Sommer haben wir auch ein Dürrgerät komplett aus Edelstahl. Das ist das Büso Dürrgerät. Ihr seht, ich habe dieses Dürrgerät geöffnet. Da sind noch einige Nüsse drin, die ich jetzt in den letzten Stunden gedörrt habe. Ich weiche Nüsse in größeren Mengen gern 20 bis 24 Stunden in Wasser ein und dörre sie wieder trocken und habe so dann gut verdauliche Nüsse, die ich dann in großen Vorratsgläsern lagere. Während des Einweichprozesses wird Phytinsäure neutralisiert und Enzyminhibitoren, die die Verdauung erschweren können, abgebaut. Und wenn ich größere Mengen an Nüssen einweiche, dann wird so ein Dörrgerät auch ganz schnell voll. Die Zwiebelringe habe ich schon mit beiden Dürrgeräten gedörrt. Das funktioniert einwandfrei. Also ich kann euch beide Dürrgeräte empfehlen. Wer eher die plastikfreie Variante wählen möchte, für den ist dann das Büso-Dürrgerät aus Edelstahl sehr gut geeignet. Ich verlinke euch beide Dürrgeräte unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das ist das fertige Walnuss-Feigenbrot. Diese Brotscheiben haben eine feinere Struktur. Das war der Teig, der sich eher so am Boden des Hochleistungsmixers befand, der einfach besser durchgemixt wurde. Und hier
seht ihr Walnussfeigenbrot mit einer etwas gröberen Struktur. Das war dann der obere Teig. Fertig sind also die rohköstlichen Brotscheiben und die können nach Herzenslust belegt oder einfach pur zu einem Salat oder anderen Gerichten gegessen werden. Das ist ein Serviervorschlag, wie so ein Walnussfeigenbrot belegt werden kann, und zwar mit Avocadoscheiben, Paprikastücken und verschiedenen Sprossen. Das sind Rettichsprossen und Alfalfasprossen. Die Avocadoscheiben habe ich noch mit ein bisschen Salz beträufelt und noch etwas Kalanamak-Salz darüber gestreut. Das ist ein sehr einfaches Rezept für ein Rohkostbrot, für eine Brotalternative, wenn man sich rohköstlich ernährt oder wenn man das konventionelle Brot aus seiner Ernährung streichen möchte. Durch diese Feigen hat das Brot schon einen leicht süßlichen Geschmack, aber ihr habt ja auch gesehen, man kann es ja auch herzhaft belegen mit Avocado und mit ein bisschen Kalanamak-Salz oder anderen Salzkräutern, Sprossen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kombination. Und an dem Tag, wo ich dieses Rezept, dieses Video gedreht habe, hatten wir abends auch Besuch. Und das Brot war ganz schnell weg und hat unseren Gästen wirklich auch sehr gut gemundet. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Rezept, zu diesem Video. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.